Hallo und herzlich willkommen hier bei Sick Enterprises. Werte Zuschauer, ich bin Ishma und heiße euch hier willkommen zu einem weiteren Podcast in unserer Reihe von Podcasts, die wir regelmäßig veranstalten. Und ich habe hier ziemlich coole Gäste am Start, die sonst nie in so einem Podcast sind. Und das sind einmal Psycho alias Silas. Hi. Hallo Silas. Schön, dich zu sehen. Und natürlich auch Quert alias Arvid. Hallo, Arvid. Hallo! Nun, und unser Thema, über das wir heute quatschen wollen, ist Halo bei der E3. Was Microsoft dazu so gezeigt hat, den Trailer so ein bisschen auseinandernehmen. Den Know Your Enemy Trailer, könnte man ja so sagen. Hashtag Know Your Enemy, Hashtag Hunt the Nothing. ich glaube, gleich vorweg. Ja, gleich vorweg, genau. Gleich vorweg. Oh ja. Yeah. Tut mir leid. Gleich vorweg könnte man mal sagen, es nochmal kurz bevor wir uns dem Trailer genauer widmen, es war deutlich weniger zu sehen, als wir ursprünglich gedacht hatten. Ja. Ja. Ich muss auch allgemein sagen, sehr viel weniger. Vorhat. Also keine Ahnung, sie haben mich jetzt komplett verwirrt, weil als ich noch drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, hallo, seit 2011, ja, Microsoft richtig greedy, Hauptsache jedes Jahr irgendwas rausbringen, selbst wenn es nur ein Remake ist, wo Halo draufsteht. Und ja, bisher sieht es ja so aus, dass dieses Jahr nichts rauskommt. Also außer vielleicht, sie kündigen jetzt noch Spartan Assault 3 an. Yeah. Also man muss sagen, dass Microsoft ja schon arschvoll Arbeit hat, so projektemäßig, wie zum Beispiel Forge auf den PC zu bringen. Und es ist schon, glaube ich, so, hat schon eine gewisse Arbeit, die dahinter steckt, halt das komplette Halo 5, so wie es ist, eigentlich ohne Kampagne auf den PC zu bringen und sowas, dass sich auch gescheit spielt. Ja. Nur dazu kam auf der E3 halt auch nichts und das war halt verwirrend. Genau, das hat mich sehr, so sehr verwirrt. Also es blieb dann bei zwei Trailern, einmal Gameplay und einmal Render-Trailer und ja, würde sagen, wir steigen da direkt ein und ich weiß gar nicht, wie das dann losging. Der Trailer wurde dann einfach hinter einen anderen Trailer eingeworfen. Hat jetzt keiner wirklich angekündigt. Der Dan Ayoub kam dann danach. Und ja, der Render-Trailer, muss ich sagen, Halo-Trailer haben es ja so an sich, ab und zu, nicht jeder, aber oft Kultstatus zu erreichen. Einen unheimlichen Kultstatus hatte zum Beispiel der Trailer von Halo Wars 1, der einfach von jedem, in jedem Bezug zu Halo immer gezeigt wurde, weil der einfach nur awesome war, dieser erste Teaser-Trailer mit den Warthogs, wo diese Marines in den Warthog fahren und so. Dann kommen die unsichtbaren Eliten. Genau, und die werden dann einfach abgemetzelt und es sah einfach nur awesome aus. Und dann noch ein kultmäßiger Trailer ist zum Beispiel der Teaser von Halo 3 mit dem Bubble Shield oder der Believe-Trailer. Und wo ich Halo Wars 2 den Trailer gesehen habe, glaube ich sehr, 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 sehr stark, dass der sich in diese Reihe der Unforgettable Trailer einreihen wird, weil ich war schon echt hin und weg von, die Musikwahl war genial. Ich habe mal recherchiert, das ist The White Buffalo singt das und das heißt ja, I Know You. Gehört, ja. Das ist aber so die Single noch nicht released anscheinend. Das wurde extra für Halo Wars anscheinend erstmal hier los. Und es ist im Zusammenhang einfach nur super. Blur hat wieder eine super geile Cutscene gemacht und ja, das Setting ist cool. Ja. Cutter sieht halt komisch aus, aber er hat jetzt auch einen anderen Voice-Actor, genauso wie Anders und Shit. Ja, die haben ja komplett neue Schauspieler dafür ja engagieren müssen. Ja. Wie ich mir das durchgelesen habe auf Waypoint, die haben das nochmal angesprochen gehabt, war das bei Blur nämlich so, dass sie im ersten Halo Wars keine Motion-Capture-Schauspieler hatten, sondern haben sämtliche Charaktere selbst modelliert, auch mit sämtlichen Bewegungen und so, was ja schon krass ist, sozusagen. Aber da das Spiel ja auch schon ein bisschen was auf dem Buckel hat und die Technik weiter fortgeschritten ist, haben sie jetzt Motion-Capture-Technologie und haben von daher jetzt Schauspieler rangeholt, von denen sie glauben, dass das so am besten hinhaut, dass es so Timeline-mäßig nicht ganz passt. Das war ja auch zwischen Halo 3 und Halo 4 so. Der Master Chief legt sich irgendwo rein, schläft 3 Jahre und plötzlich ist er Transformer. Und ja. Gehört halt einfach zu so einer Evolution. Möchte ich auch nochmal anmerken, Fun Fact, ich lese ja gerade Halo Escalation und da hat Brian Reed mal wieder ganz schön
ah, also man denkt ja dann so, okay, sie haben jetzt halt einfach das Design von der Mark 6 Rüstung geändert und deswegen sieht der Chief jetzt halt so aus, wie er aussieht. Problem ist, dass in derselben Zeit quasi ja Blue Team auch noch unterwegs ist und andere Spartan-Teams und die haben einfach noch die alte Mark 6 Rüstung und die sieht genauso aus und das macht dann einfach alles gar keinen Sinn mehr. Und das ja, das ist alles, das hat alles nicht mehr Hand und Fuß, was den Design-Change halt angeht, weil zum Beispiel auch am Anfang von Halo 4 siehst du ja Schnitte von Spartans, die auf irgendeiner Welt kämpfen gegen die Allianz und die haben da alle dieselbe Rüstung wie der Master Chief aus Halo 4 an, was ja auch schon, ja, es ist total aus dem Zusammenhang gerissen. Die kämpfen da gegen die Eliten, die Panzerung von der Storm Faction haben, das passt auch nicht. Also, die haben halt die Models genommen, die sie dann hatten. Das ist tatsächlich, ja, gehört da einfach Faulheit dazu. Die offizielle Lore-Erklärung ist ja irgendwie, dass Cortana das Ganze, während er gepennt hat, irgendwie neu gebastelt hat und so. Ich verstehe gar nicht, warum man sowas überhaupt versucht, mit Lore zu erklären. Das ist ja, sie haben so, es erklärt mit Nanotechnologie, glaube ich. Und ja, warum muss ich sowas erklären? Das ist einfach ein neueres Spiel, sie haben mehr Polygone zur Verfügung, sie nutzen diese auch, damit es nicht aussieht wie Scheiße. Nein, die Eliten, die sehen ja jetzt fetter aus, weil das ist eine andere Untergruppe der Eliten. Das sind, weißt du, der Arbiter, der hat sich plötzlich transformiert in eine andere Form einer der Rasse der Eliten und jetzt ist er plötzlich, oder war halt im Gym. Wie böse diese ganze Genscheiße ist, ja. Ja, das ist alles radioaktiv. Zukunft. Ja, aber wir schweifen ab. Denke ich. Ja. Also, der Trailer, was ich da sehr cool fand, woran das auch sehr erinnert, da gab es ja, glaube ich, erstmal erinnert es tatsächlich auch wieder an den Belief-Trailer von Halo 3. So yes, as I said. Und, aber da gab es auch noch, von irgendeinem anderen Game hat es eine sehr, sehr hohe Ähnlichkeit, was aber nicht die Originalität des Trailers irgendwie vermindert, würde ich sagen. Es sah einfach nur cool aus, diese Zeitlupenszene oder wo die Zeit komplett gestoppt ist, wo der Atriox dieser Rakete noch so dran vorbeizieht mit der Hand. Das ist alles einfach. Er streichelt ihr den Rücken. Richtig geil. Dann kommen die ODSTs runter, alles nochmal richtig schön mit so viel FPS. Schöne Zeitlupe, bam, und alles geht kaputt. Und ja, es ist einfach nur geil, da war ich erstmal blown. Ja. Blow me away. Oh, this is strong. Oh man. You bring arm abilities in your boy. Naja, auf jeden Fall, mir hat er auch sehr gefallen. Mich erinnert er ja persönlich immer ein bisschen an das Intro von Age of Empires 2, wie ich ja nicht müde werde zu betonen, dadurch, dass es sich hier eben auch so um zwei Ebenen handelt, wenn man so möchte, nämlich einmal halt wie das eigentliche Schlachtfeld aussieht und einmal eben, wie sich die beiden Strategen ihren geistigen Kampf liefern. Aber auf jeden Fall wieder mal, wie halt auch von den anderen gesagt, sehr cool. Auch mit natürlich Blur sieht man wieder einfach unglaublich genial aus und die ganzen Fahrzeuge und alles und bla. Und ich bin ja sehr gespannt, wo sie da sind. Sind sie da echt auf dem Arche? Ja. Ah, okay. Die sind auf dem zerstörten Teil der Art Arche. Das ganze Spiel spielt, glaube ich, soweit ich weiß, auf der Arche. Im ersten Level bist du schon da. Also in dem Trailer sind die wirklich, denke ich, auf dem zerstörten Teil einfach der. Ja, das ist ja dieses Spiel nachher. Die sind ja in der Mitte dieses in eine Hälfte gerissenes Allianzschiff da. Sieht echt interessant aus. Weiß auch nicht, wie das jetzt storymäßig da noch reinschwingt. Details. Es ist ja vielen oder einem Typen aufgefallen und dann plötzlich war es wieder auf ganz Twitter und überall, dass Atriox, wie Dana Juve nochmal schön sagte, hier ein Teil einer UNSC-Rüstungsplatte so über dem Bauch hat und shit und dass er sich da alles zusammen scavenged und seine Basis auch so zusammengerappt wird und die Banish generell Plünderer sind das, so kann man das, glaube ich, am besten bezeichnen. Und das ist halt auch sehr interessant, auch so vom Trailer her und wie man sich das halt denken kann, wie sind diese Banished so, warum sind sie auf der Arche, versuchen die was zu verstecken, versuchen sie insgeheim die Weltherrschaft an sich zu reißen und die Spirit of Fire kommt da wieder zufällig drauf, so ähnlich wie in Halo Wars 1, wo sie auch nur zufällig auf die Schildwelt getroffen sind und den ganzen Kampf alleine führen mussten, genauso wie jetzt auf der Arche, wo sie zufällig auf Atriox treffen, zufällig eine Katastrophe verhindern können, wenn sie es packen. Weil ich ja auch gespannt bin, was aus der, also ich, ob sie daraus noch was machen, weil in diesem einen Comic, der ja quasi dann noch zusammen mit Halo Wars 1 so
quasi die Story so erzählt hat, hat man ja noch eine einzige Flatspore auf der Spirit of Fire gesehen, ne? Ob das nochmal adressiert wird, das wäre ja mal bam. Dann wäre Flat Comeback und dann Halo 6 wird das alles zusammengeführt und die Banished, die sind ja auch, haben sich ja auch mit der eigentlichen Allianz so gebieft und haben da auch schon Krieg geführt. Und das wäre dann so voll der Fünf-Fronten-Krieg mit den Forerunnern noch zusammen. Ich denke, das würde tatsächlich ziemlich gut in Free-for-Frees Karten spielen, denn ja, da ist ja jetzt diese Flatspore und wie es jetzt letztendlich passiert, ist ja relativ egal, ob die Flatspore dann am Ende des Spiels tatsächlich die Banished und die das UNSC da teilweise vernichtet oder wie auch immer. Könnte ja sein, dass tatsächlich beide Parteien, was ja auch irgendwie ein krasses Ende wäre, du kämpfst da das ganze Spiel lang, um am Ende festzustellen, dass die Flat alles überrennen wird. Und das stimmt halt, das stimmt, wird dann auf Halo 6 anstimmen, weil das Spiel spielt ja direkt nach Halo 5. Und das passt halt perfekt zusammen mit, dass Cortana die Halo-Ringe benutzen will und dass die Flood auf dem Vormarsch ist. Und dass das halt ein Riesenproblem für alle wird, weil auf der einen Seite sagt Cortana, ja, ich habe doch recht gehabt, ich muss die Teile aktivieren. Da sagt der Master Chief, nein, das können wir nicht zulassen. Das ist ja so wie bei Halo 1, das geht ja nicht. I don't like it. Ja, und dann geht es halt wieder, oh, wie machen wir das am besten? Ja, wir jagen den Ring hoch, alles klar. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, kann man auch nochmal hinzufügen, dass es auch komplett egal ist, ob es die eine Flatspore auf den Spirit of Fire gibt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass in den ganzen restlichen Arche-Zeug sicherlich noch mehr als eine Flatspore irgendwo in irgendwelchen. Ja gut, aber da müssen ja erstmal wieder dumme Eliten kommen, die sagen, hey, was ist das denn? Oh, ist mir auf den Boden gefallen. Und dann plötzlich haben sie sie wieder released. Oder es kommen halt dumme Brutes, die dann sagen, hey, was ist das denn? Das ist ein Hammer und das ist irgendwie Glas. Nein, die Brutes von Atriox, die sind ja bestimmt 10-mal so klug wie die normalen. Also die sehen erstmal nicht so doof aus. Das macht sie immer noch halb so klug wie eine Elite. Ja, naja, wie dem auch sei, an sich cool, lässt einen gespannt sein, was es da so gibt. Da sind auch so ein paar neue Fahrzeuge rumgedüst, so diese Artillerie, fliegende Teile, irgendwie sowas, die sich da aufstellen können, die dann ja auch mit diesem, wo er die Rakete da nochmal gestriffen hat, ja, so richtige Torpedo-ähnliche Sachen. Gibt's auch in der Beta. Und wenn die fliegen, auf dem halt super Teaser-Bild oder dem Cover wahrscheinlich jetzt auch, von Halo Wars 2, da fliegt auch so einer im Hintergrund rum. Und bevor ich wusste, dass die auch fliegen können, dachte ich mir, was ist das für eine strange Einheit, die sah exakt so aus wie die Reaper aus Mass Effect, einfach so in der Ferne da und dann so, Isaac! Naja. Ja, wo wir schon dabei sind, finde ich, glaube ich, können wir auch gleich mal übergehen zur Beta an sich und wie sie sich spielen. Und den Gameplay-Trailer, der ja auch da war. We've detected a large incoming enemy force. Eradicate them! Bench, ready for assignment. Taking fire! Ghost under attack! Enemy forces spotted, sending location. Our ally's base is under attack. As I predicted, the enemy is nearly done for. Protect the containers! Push them back! Wobei das halt ja, so gut, ineinander stimmt und dann, ja, da kam halt dieser Trailer und mein allgemeines, was ich dazu zu sagen habe, wie es so halt ausschaut, ist ja ein bisschen zwiegespalten, weil der Artstyle, ja, man, entweder man mag den Artstyle oder man mag den Artstyle nicht und ich mag den Artstyle nicht so wirklich, weil er halt auch null konform geht, was in den Cutscenes gezeigt wird. Und das ist so, hey, wir sind die Leute von Free for Free, wir machen jetzt ein Spiel. Hey, Blur, wollt ihr Cutscenes machen? Jo, alles klar, was müssen wir beachten? Ah, nix, haut einfach rein. So, und dann machen die irgendwas anderes und am Ende kommt dann irgendein Gibberisch raus. Und das ist so, oh man, weiß ich nicht. Ja. Alles auf ultra realistisch getrimmt bei Blur und dann flupp, Schnitt, Gameplay und dann bist du in diesem Comic-Land und naja.
Was ja, noch? So schlimm finde ich es jetzt nicht. Also ja, ich muss sagen, am Anfang hat es mir auch nicht so getaugt, dass ich die Beta am Anfang gespielt hatte, aber dann als das Update kam mit Domination jetzt auch, glaube ich, heißt der Modus, oder? Also eigentlich der Standardmodus, den man normalerweise immer in Strategiespielen hat, nämlich hau dir auf den Kopf, bis irgendwer tot ist. Okay. Domination ist ja der Modus. Wobei der Name Deathmatch auch nicht ganz stimmt, weil Deathmatch ist normalerweise bei Strategiespielen immer mit vielen Ressourcen und allen Technologien. Ja, aber so heißt es halt im Spiel jetzt. Ja, ich weiß, aber trotzdem wollte ich das mal anmerken, dass sie da nicht konform gehen. Nicht, weil alles, was Age of Empires vorgibt, ist allgemein für Strategie. Ja, ich weiß, aber es ist ja nicht unbedingt auch nur Age of Empires, sondern es hat auch Empire Earth aufgegriffen und eigentlich so ziemlich jedes Strategiespiel, das ich kenne. Mhm, egal. Außer StarCraft, aber StarCraft ist ja auch wieder so was Eigenes für sich. StarCraft ist der fucking Leader. All hail to the King. Naja, auf jeden Fall, wollte ich sagen, dass es mich jetzt seitdem Deathmatch jetzt raus ist, mir jetzt irgendwie auch nochmal deutlich besser gefallen hat, weil auch noch eine Sache zumindest behoben wurde, nämlich dass auch deine Kamera. Ach, du redest jetzt schon über allgemein über die Beta. Ja. Ich dachte, wir reden noch über den Grafikstil, weil dann wollte ich jetzt noch einwerfen, dass ich den Unterschied zwischen dem Trailer und dem Spielen an sich, als ich die Beta selbst gespielt habe, sehr krass fand irgendwie, weil im Trailer dachte ich auch, boah, shit, Comic, das sieht aus wie Spartan Assault und überhaupt nicht geil. Und dann habe ich das Spiel wirklich, oder die Beta besser gesagt, gespielt und dann dachte ich mir, hä, ist ja irgendwie gar nicht so schlimm. Ja, ich meine, es ist jetzt kein Weltuntergang, wenn man es dann erstmal spielt, ist halt ja, aber okay. Wenn man spielt, fällt dann das echt nicht negativ auf und ich glaube, das ist nicht so ein krassen Unterschied. Nee, es ist, wie gesagt, an sich ist es halt alles Geschmackssache. Nur halt den Unterschied zwischen den Cutscenes und dem Spiel dann an sich ist schon ziemlich auffällig. Und was dann noch war, was ich auch so im Trailer so ein bisschen gesehen habe, auch in der Beta, obwohl es schon sehr Halo Wars 1 konform ist, die preisen das ja an mit hier Next Gen und riesengroße Kämpfe und riesengroße Kriege. Und was halt, ich weiß nicht, ob das nur jetzt erstmal in der Beta so ist oder wie auch immer, aber die Einheitenzahl, die du tatsächlich haben kannst, kombiniert mit dieser Kamera, die du wirklich nicht weit rauszoomen kannst, beschränkt diese Kriege schon sehr. Man kann jetzt nicht wirklich, also ich habe mir das mal durchgelesen, auf Reddit war es, glaube ich, da hat einer mal die Einheiten verglichen, wie viele du haben kannst und wie viele du in Halo Wars 1 haben konntest, hat das für alle Einheiten abgenommen, bis auf Vultures. Nur Vultures kannst du 2 mehr bauen als in Halo Wars 1. Und ansonsten kannst du von jeder Einheit wirklich immer nur weniger bauen als zuvor. Und da frage ich mich so, ja, ich meine, die gewinnen an Technologie, die könnten noch größere Maps machen, wenn sie wollten. Dadurch Strategie halt so ein bisschen mehr reinbringen. Je mehr Einheiten du hast, umso mehr musst du strategieren. Und ich weiß noch nicht, also es hat sich jetzt noch nicht schlecht gespielt oder so, aber tja, ich weiß nicht. Ja, da muss ich jetzt aber auch mal sagen, es wird auch intern von Ihnen, wie Sie auch immer wieder betonen, als Action-RTS bezeichnet und ich meine, das war ja auch schon das erste von den beiden. Und ich finde, so wie es jetzt ist, spielt es sich eigentlich auf der Konsole von der Einheitenzahlen alles her ganz gut. Habe ich jetzt momentan noch keine Probleme. Es mag vielleicht sein, dass es insgesamt weniger ist als mit Halo Wars 1. Aber insgesamt finde ich das jetzt nicht schlimm. Was mir eher Angst macht, als jetzt die reine Einheitenzahl oder so, weil ich da jetzt ehrlich gesagt, wie ich bereits betont habe, wenig Bedenken sehe, sind so Dinge wie ein riesiges Effektfeuer. Gut, das war natürlich einerseits nochmal die Beta, also das wird sich hoffentlich zumindest noch ändern, dass es oftmals dann sehr starke Frame-Einbrüche gab, wenn da großartig umhergeballert wurde. Und Nummer zwei, man checkt wirklich recht wenig, wenn ziemlich viele Effekte plötzlich da auf dem Schlachtfeld umher sind. Vor allem, wenn dann noch die Luftabwehr von den Brutes da irgendwie, die finde ich auch richtig krass, die macht dann nicht immer so einen komischen Raketenschwall und verdeckt dann gefühlt einfach das komplette Schlachtfeld. Du erkennst keinerlei Einheiten mehr. Und ich finde die auch von der Farbe dann zum Teil schon ein bisschen schwieriger auseinanderzuhalten, weil jetzt die es eben auch so Teamfarben gibt, aber die Teamfarben sind dann immer nur so leichte Tonunterschiede von einer und derselben Farbe. Genau, blau und türkis oder rot und ich glaube weinrot oder irgendwie sowas. Und das finde ich dann schon recht problematisch, da dann schnell irgendwie zu sagen, ah, da habe ich die und die Einheit, bla, die kann ich jetzt so und so einsetzen und Zeug. Und dann auch noch, wenn man sich jetzt mal die Infanterie ansieht, damals in Halo Wars 1 war das halt sehr easy.
Erstens, weil irgendwie alles gefühlt ein bisschen kleiner und weiter auseinander war. Und zweitens, weil auch die Infanterie an sich halt visuell deutlich einfacher zu unterscheiden war. Zum Beispiel hatten die Schakale einfach ihr fettes Energieschild. Und da siehst du sofort, ah, das sind Schakale, das ist Anti-Infanterie. Jetzt hat man zwar die Eliten, aber die Eliten... Sniper hast du jetzt. Die ja, und gar nicht, weil sie unsichtbar sind. Es ist wirklich sehr komisch. Also ich bin mir noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Und auch generell irgendwie die Einheiten so gegeneinander. Kommt mir so vor, wie als wären die Einheiten... Also die Unterschiede, wie stark sich die Einheiten auskontern, deutlich schwächer geworden. Also so in Halo Wars 1 war es noch so, wenn du da einen Panzer hattest und da war irgendwo, was weiß ich, ein Marine Squad oder mehrere Marine Squads rumgestanden, dann wurden die ziemlich hart obliterated. Und jetzt ist es eigentlich so, dass wenn du so, sagen wir mal, 5 Marine Squads hast und ein Panzer rumsteht, dass der Panzer gut ins Schwitzen kommt. Ich finde, die müssen halt noch ein bisschen mehr, also die haben es zwar vor allem in ihrem Intro-Tutorial-Video, was sie ja in der Beta hatten, wenn du sie gestartet hast, das erste Mal, haben sie es zwar immer noch voll erklärt und waren so voll stolz darauf, dass sie das immer noch haben, also Schere, Stein, Papier. Ja? Und das war ja auch das, was, finde ich, Halo Wars 1 einfach so geil gemacht hat, weil es einfach im Kern war es ziemlich simpel. Du hast halt so zwei, drei Einheiten, die halt das System quasi so ein bisschen, wenn man so will, ja nicht ausgehebelt haben, aber die halt nicht ganz reingepasst haben, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ja, genau. Zum Beispiel sind halt Fahrzeuge, aber die halt Anti-Air sind oder so. Ne? Also eigentlich sind ja Infanterie gegen Luft gut, ne? Ja. Ja. War das so ein Halo sonst? Ja. Genau. Und dann so. Und dann, das hat das dann halt ausgehebelt. Aber jetzt scheint das irgendwie so ein bisschen leicht aufgeweicht zu sein. Das hat sich so ein bisschen mit Wasser vollgesogen, dieses Prinzip. Und das fand ich dann halt nicht mehr ganz so nice. Und generell muss ich halt auch sagen, was mich gestört hat. Die Frame-Einbrüche fand ich nicht so nice. Und was ich irgendwie... Ich hatte nicht den Eindruck, dass das Gameplay an sich ganz so smooth läuft wie in Halo Wars 1. Weil, zumindest auf der Konsole, auf dem PC soll ja auch nochmal irgendwann eine Beta kommen. Da würde mich echt interessieren, wie das da nochmal ist. Aber auf der Konsole war es echt so, dass in Halo Wars 1 einfach ein simples RTS gemacht haben, was gut auf der Konsole funktioniert hat. Und jetzt ist es immer noch nice, aber so Kleinigkeiten wie zum Beispiel... Ich habe es jetzt einfach mal auch Magnets genannt. Habe ich ja euch schon erklärt, wenn du, keine Ahnung, ein Squad Marines hast und das willst du in einen Turm schicken oder einfach eine andere Einheit angreifen lassen oder so, dann hatte ich in Halo Wars 1 immer das Gefühl, dass wenn du drüber gestriffen bist mit dem Cursor, dass das dann so leicht automatisch angelockt hat, so ganz leicht. Und das war jetzt irgendwie nicht mehr da und dann bist du dann manchmal so wild mit dem Cursor irgendwo sonst wo rumgedümpelt und dann so, nein, ich will den angreifen, Jesus Christ. Und das war irgendwie nicht ganz so smooth wie im Einser irgendwie. Das war so ein... Ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber das hat mich irgendwie echt gestört. Und generell halt einfach das jetzt auch so Domination. Oh gut, das ist vielleicht so ein persönliches Ding. Aber ist ja gut, wenn sie mehr Spielmodi haben. Aber irgendwie fand ich halt Deathmatch dann plötzlich einfach 10-mal so geil wie vorher. Und ja. Da muss ich jetzt persönlich aber hinzufügen, seitdem eben Deathmatch draußen ist, funktioniert das deutlich besser. Da haben sie jetzt nämlich eben eingeführt, dass sobald du in der Nähe bist von Einheiten, dass eben dein Zielkreuz mitgeht. Und was ich sehr schön finde, ist, dass es eben nicht mehr ganz so ist wie in Halo 1, in Halo Wars 1, dass du eben dieses ganz extremes Snapping so gesagt hast, dass dein Zielkreuz so richtig auf die drauf snappt, sondern halt sich nur noch mitbewegt, sich aber dann immer noch unabhängig davon bewegen lässt, weil ich finde, dass man jetzt deutlich genauer spezielle Einheiten auswählen kann. Sonst bei Halo Wars 1, wenn ich einen großen Einheitenbatzen hatte, hatte ich immer das Problem, dass sich die Kamera in eine Einheit so gesagt verliebt hat und dann von der nicht mehr weg wollte. Und wenn ich wirklich eine andere Einheit, die daneben war oder so ist, auswählen wollte, dann musste ich da einiges an Gummi geben, damit die da mal loskommt. Und dann bin ich halt wieder übers Ziel hinausgeschossen. Und das Problem, oder nicht, ob du es haben willst oder nicht, weil das hier ist halt einfach jetzt wegradikalisieren, finde ich halt einfach kacke, weil... Ja. Also ich muss sagen, seit dem Deathmatch-Update spielt sich für mich zumindest das Spiel wieder um Welten besser, als es davor getan hat, wo es halt gar keine so eine Unterstützung gab. Und ich habe jetzt eigentlich auch nicht mehr so die großen Probleme, speziell Einheiten auszuwählen. Das Einzige, was mich noch wirklich richtig stört, ist, nachdem ich ein Gebäudemenü aufhab und das dann wieder schließe, dass danach die Kamera einfach kurz festhängt, so eine Sekunde lang. Oder eine Sekunde ist zu viel, sagen wir, was weiß ich, eine Viertelsekunde lang. Und ich aber schon mich die ganze Zeit weiter bewegen will mit meiner verdammten Kamera und einfach nicht vom Fleck kommen, weil die da festhängt. Und dann normalerweise bin ich es halt so gewohnt, ich drücke B, drücke dann halt meinen Cursor rüber, also meinen Stick rüber, dass es halt dann über das nächste Gebäude ist und drücke direkt wieder A.
Und dadurch, dass die Kamera halt festhängt, drücke ich dann wieder beim genau gleichen Gebäude A und bin wieder im selben Menü und komme da Ewigkeiten nicht raus und verhedder mich da. Was sehr problematisch ist zum Teil. Naja. Bei diesen Balancing-Sachen oder diese, ja, sagen wir, Schönheitsprobleme, die wir da jetzt haben, denke ich mal, dass das halt einfach zu so einer Beta dazugehört. Und man muss ja auch sagen, so wie bei Halo 5, ganz ähnlich ist diese Beta einfach Millennien vor dem Release, was mich ja auch irgendwie wundert, weil ich habe auch so gedacht, naja, gut, das ist jetzt auch nur Halo Wars, die werden da einfach nur so eine Netzwerk-Beta machen und dann wird das schon passen. Aber nee, die scheinen das Spiel hier so mitten in Development-Progress als Beta zur Verfügung zu stellen. Und vor allem diese Sachen wie Balancing, das wird sich, glaube ich, noch radikal, sehr radikal bis Februar ändern. Oder vielleicht nochmal. Höchstwahrscheinlich auch nachdem das Spiel draußen ist. Ja, das auch. Und da hoffe ich auf jeden Fall, dass es dann, was du gesagt hast, dass das nicht mehr so vollgesogen ist, dass die Linien zwischen den verschiedenen Einheiten nicht mehr so ineinander verschwimmen, dass jede Einheit irgendwie ja zerstören kann. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Es kommt halt nur drauf an, ob die Leute, die Feedback geben, das halt auch so merken, wie wir das tun und das denen dann halt auch sagen. Weil nicht, dass sie es dann übersehen und dann denken so, ja, das wird schon gehen. Ja, ja. Und dann machen sie es irgendwie und am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass irgendjemand dann gleich zu Anfang des Games, keine Ahnung, Marines pumpt, wie sonst was, und nicht dann einfach überrennt. Weil, ja, irgendein Rush oder sowas. Aber ich denke, ja, es ist noch sehr viel Zeit zum Release. Die werden noch sehr viele Sachen ändern, dass es halt auch ein bisschen besser funktioniert, dass das Spiel auch besser aussieht. Sieht jetzt auch für mich noch etwas gewöhnungsbedürftig aus. Vor allem, dass ich gewohnt war, dass die Ressourcen, die mir angezeigt werden, oben sind. Oben rechts ist das, glaube ich. Jetzt sind sie da unten. Und ab und zu, ich spiele und dann suche ich meine Ressourcen. Und ich so, naja, das kann doch nicht sein. Muss ich nach unten schauen, das fällt mir auf, klar, da unten. Wir sollten vielleicht generell nochmal kurz erwähnen, dass es ja einige Änderungen gab und was wir vielleicht davon halten. Also, es gibt ja jetzt quasi, vorher gab es halt immer, keine Ahnung, wenn du Cutter gespielt hast, hatte der eine MAB-Kanone und bla. Und wenn du dann halt Forge gespielt hast, hatte der diese Minenstreubomben oder was. Und wenn du halt einen Allianzler gespielt hast, hast du einen der drei Allianzhelden, was ich persönlich einfach immer echt kacke fand, weil die einen haben Fähigkeiten, die anderen haben Helden und mit Helden kannst du rushen. Und ach, das war mein größter Kritikpunkt am ersten Teil. Und jetzt ist es halt so, dass du, hat mich halt ein bisschen an, vor allem, keine Ahnung, so Spiele wie Schlacht um Mittelerde 2 oder so erinnert, wo du halt so ein Skilltree-Fähigkeiten-Baum hast als, keine Ahnung, Cutter oder auch Brute und dann kannst du halt so, keine Ahnung, Heilungsfeld 1, Heilungsfeld 2, Heilungsfeld 3, ODST-Drop, ODST-Support-Drop, wo dann ODSTs und Mech und sonst was runtergeworfen werden und all so ein Kram. Aber unterm Strich muss ich sagen, gibt ja deutlich mehr Fähigkeiten einfach dadurch und das fand ich auch schon irgendwie krass, dass du halt dann immer wieder, dann spammt der wieder das raus und dann der andere wieder das. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich das gut oder schlecht finde, ehrlich gesagt. Ist halt viel auf einmal, es wurde jetzt auch nicht erklärt, es gibt kein Manual und das ist so mein Problem. Ich war erstmal overwhelmed von den Sachen, die ich überhaupt erledigen muss, bevor ich mir den Skilltree da angucke und bevor ich mir die Beschreibung von jedem Skill durchlese, den ich da haben kann und dann läuft das Spiel weiter und hatte halt nicht so viel Zeit, wirklich so sinnvolle Dinge zu benutzen. Ich habe mal diese Minen da probiert, die sind ganz in Ordnung. Dann wollte ich MABs abfeuern, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, ja, weil das leckt da immer rum, das ist so war furchtbar. Irgendwie. Ich habe da so geschossen, okay, der Skill ist auch weg. Und dann gucke ich, passiert nichts. Geil. Aber schön kurz einwerfen, wenn es funktioniert, ist es sehr effektiv. Wenn du MAB 2 oder 3 hast, dann rotzt das da die vor allem diese Brute-Flugeinheiten. Zack. Adios, amigos. Ja, na, da muss man halt auch drauf achten, dass es halt nicht overpowered wird und sowas, weil oder du keine Chance hast, richtig auszuweichen, weil dann bist du echt einfach mal deine ganze Armee los, wenn du Pech hast. Ja, und was, glaube ich, auch noch eine sehr wichtige Änderung ist, neben halt verschiedenen Einheiten, die ja da jetzt sind, wie Sniper, was wir vorhin angesprochen haben, die einfach mal unsichtbar sind, zeitweise, je nachdem, ob du sie dann findest oder nicht, ist, dass du durch Generatoren jetzt eine zweite Ressource freischaltest, die sich Energie nennt, was genau dasselbe ist wie Ressourcen an sich. Nur, dass du davon viel weniger hast,
du aber auch zum Kaufen weniger brauchst meistens. Es ist halt einfach nur, um die Wirtschaft zu, naja, verkomplizieren. Ja, Micromanagement. Ja, das ist, dass du mehr Management da irgendwie reinstecken musst, nehme ich an. Und dass du durch Reaktoren kein Forschungslevel mehr aufsteigst, sondern dass du, dieses Level gibt es immer noch, logischerweise, dass du nicht sofort irgendwelche Vultures spammen kannst oder so, sondern dieses Level ist jetzt in die Base integriert als Base-Level. Sobald du deine Base erweiterst, kriegst du ein neues Base-Level. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher, was ich davon halten soll, weil... Ach, das finde ich auf jeden Fall... Es ist, ich finde es komisch, dass das Base-Level... Weil es ja auch so anders ist zu Halo Wars 1, dass das Base-Level gekoppelt ist mit der Größe deiner Base an sich. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach deine Base erweitern für 300 Tacken, einfach wie in Halo Wars, ein günstiger Deal, hast ein bisschen mehr Platz in der Base und fertig. Nein, du musst Ressourcen und Energie darauf einsetzen, dass deine Base A größer wird und B diesen neuen Level bekommt. Und zu, was noch dazu kommt, ich habe zum Beispiel eine zweite Base, und würde aus Strategiegründen gerne meine zweite Base vergrößern, anstatt dass ich meine erste Base vergrößere. Aber wenn meine erste Base jetzt zum Beispiel Base Level 2 hat und meine zweite Base Base Level 1 hat, ich meine zweite Base dann vergrößere, dann habe ich zwei Basen mit Base Level 2. Habe also im Level nichts erreicht, sondern habe nur meine zwei Plätze da vorne gewonnen. Was für mich dann ja auch wieder irgendwie doof ist, weil ich dann letztendlich dazu gezwungen bin, weil es einfach viel mehr Wert hat, dass ich meine erste Base auf Base Level 3 pushe, ich dann aber strategische Gebäude, für die ich Platz brauche, halt nur noch hinten bei meiner ersten Base bauen kann. Ja. Und die zweite Base dann halt, dann chillt die da rum und hat nicht den strategischen Wert, den du dir erhofft hast, weil du das irgendwie managen musst. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine gute Sache ist, weil dich das so zum Grübeln bringt oder sowas. Aber ja, man ist nicht mehr so flexibel, würde ich sagen. Ich fand es schon ganz gut. Und ich finde, du musst halt einfach jetzt ein bisschen umdenken im Vergleich zum ersten Teil. Aber was das vor allem ein bisschen noch entschärft, ist ja, dass du jetzt auch oftmals viele kleinere Basen noch auf der Map hast, wo du so ein oder zwei Gebäude bauen kannst. Das macht das dann nochmal so ein bisschen, dass du, wenn du dringend jetzt noch ein oder zwei Gebäude brauchst, dann kannst du die halt da hinklatschen. So, und dann ist das für das Erste okay. Und ich finde es vor allem gut, dass du jetzt zwei Arten von Ressourcen hast, weil das ist halt wirklich, das ist einfach so StarCraft. Keine Ahnung. So halt, ne, wie heißt das da? Schieß mich tot und schieß mich tot hast, Diamanten und das andere Gas, ja? Und dann. Kristall und. Ja, okay, ja, irgendwie sowas, ne? So. Espingas. Und, so, das ist halt einfach irgendwie, das macht's noch mal ein bisschen, dass du halt sagen musst, oh, baue ich da jetzt lieber so ein hier so eine Windmühle hin oder baue ich halt lieber ein normales Versorgungsdepot oder so, schwierig. Man muss halt ein bisschen mehr abwägen. Ja, klar, du musst ja auch Käse machen und überhaupt. Und dann, jetzt muss ich mir so vorstellen, da kommen die Marines dann so aus der Basis. Oh, stimmt, das wollte ich auch noch erwähnen. Ich find's auch irgendwie, keine Ahnung, es ist halt nochmal ein bisschen anders geworden, dass du jetzt in der, also in dem Hauptgebäude deiner Basis kannst du jetzt ja schon Marines ausbilden. Ja, das... Ich sehe die Marines Rushs incoming, die sind die, so incoming. Die Build-Order ist halt eine ganz andere jetzt. Und erstens, also eine Sache wollte ich nochmal ganz kurz sagen zu den... Der Schüler in der letzten Reihe. Wo wir gerade bei den Ressourcen noch waren. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass eben diese Energieknoten jetzt auf der Karte gibt, was vielleicht auch mal deutlich, dadurch, dass sie eben durch die, ja, wenn man so möchte, verringerte Kapazität, die deine Basen haben, dadurch, dass es einfach deutlich mehr kostet, die Basen aufzurüsten, wenn ich mich recht entsinne, auch größere Points of Interest auf der Karte dann verteilt sind, die dann wirklich zu halten. Durch die, in den Minibasen kann man ja auch nochmal Marines bauen übrigens. Ja, ja. Deswegen, ja. Was ich dadurch auch finde, auch zum zweiten Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, dass es mir persönlich so vorkommt, als gäbe es schon früher im Spiel, also bevor sämtliche Technologien gefühlt erforscht sind, schon so kleinere Scharmützel um gewisse Punkte. Und irgendwie, also ich finde, das Ganze spielt sich irgendwie so flüssiger und mehr auf einmal überall verteilt. Action, wo ich bei Halo Wars fand, ich war es mehr so...
also zumindest in den Spielen, die ich immer hatte, also entweder wurde komplett gerusht direkt am Anfang oder das Spiel hat sich erstmal eine halbe Stunde lang nur im Aufbau konzentriert, um sich dann halt die gegenseitig Panzer an den Kopf zu werfen oder sich irgendwo mit Ding einzubunkern. Wie nennen sich die nochmal? Cobras, genau. Was ich persönlich sehr schön fand. Und wo wir gerade auch noch dabei sind, beim Basenlevel, es gibt ja jetzt eben einerseits diese Basenlevel, was finde ich die Basen dann auch nochmal sehr wertvoll in gewisser Weise. Ja, aber wenn du die macht. Und gut, ja, stimmt, wenn man direkt Reaktoren von der Welt ist, dann ist ja genauso. Ne? Aber es gibt jetzt eben auch in den einzelnen Ausbildungsgebäuden nochmal extra Level, die man auch noch erforschen muss, um da noch was weiter zu machen. Ach, du meinst so mal Infanterie Level 1, 2, 3 und so? Genau, ja. Ja, und das gibt es eben auch für Flug und Fahrzeuge. Was dann eben auch nochmal, weil das kostet dann meistens immer relativ viel Energie, wohingegen die Einheiten an sich eben mehr Ding kosten, mehr die anderen Ressourcen. Wobei ich das Pakete relativ, das weiß ich auch nicht, wie ich das finden soll. Muss ich sagen, weil ich finde es ganz interessant, weil es gibt ja so einen Balancing-Aspekt, wo du dann am Anfang auch überlegen musst, wie mache ich es jetzt genau mit der Anzahl an Ressourcengebäude, die ich baue. Da haben sie so ein, also gefühlt kam es mir immer so vor, ich habe jetzt auch nicht noch nicht keine 30 Matches gespielt, ne, aber mir kam es halt immer so vor, dass Einheiten spezifisch jetzt auf eine Einheit bezogen tief rausgenommen wurde, zum Beispiel. Keine Ahnung, du kannst halt Hornets nicht mehr krass zu, wenn du halt änderst, warst sogar zu, wie hießen die noch, Dings, Hawks aufrüsten. Sondern du hast halt nur Hornets, ja. Und dann kannst du die halt mit Flug Level 2, 3 und so weiter aufrüsten. Und du kannst halt nicht mehr die Einheiten spezifisch, oder manche Einheiten nur spezifisch aufrüsten, manche einfach nicht. Die sind halt einfach Hornets. Ja, das ist, ja, was ich jetzt noch sagen wollte. Auf das Thema jetzt noch kurz, dass kann auch vieles noch mit der Beta zusammenhängen, dass sie da noch nicht alles, das habe ich nämlich auch schon gedacht, noch nicht alle Register ziehen. Da bin ich mir auch sehr sicher, dass es so ist. Dann auch nur zwei Anführer bisher. Und es gab ja auch schon Artwork von Hawks, glaube ich. Und ja, man hat ja halt bisher auch nur die beiden Strategen, die man wählen kann. Anders wird zu 3000% einer der neuen Strategen sein dann. Ja. Und was ich noch sagen wollte zu den Marines, das ist halt so ein richtiger Knackpunkt, so eine richtig schwierige Sache. Erstens, dass du sie gleich zum Anfang des Spiels bauen kannst. Zweitens, dass du sie in Minibasen anscheinend bauen kannst, was ich selber halt noch nicht probiert habe. Das heißt, du hast nahezu überall Zugriff auf Marines. Und noch dazu, halt, was wir auch schon angesprochen haben, dadurch, dass die Grenzen halt so ein bisschen verschwimmen, wenn du, also Marines mit Bazookas sind schon, muss man sagen, sind schon der Shit. Also gegen da denke ich mir so, ja gut, was baue ich denn jetzt eigentlich Panzer, wenn der einfach mit Marines bauen kommen kann, wird es halt schon schwierig für den Panzer. Soll ich nicht vielleicht irgendwie was anderes bauen oder sowas? Und dass sie da echt aufpassen, dass sie es balancen, dass die Marines bloß nicht zu stark sind, weil wenn die zu stark sind, dann ist das Game im Eimer. Ich hatte bisher immer sehr infanterielastige Matches, also vor allem dieses eine Match, wo ich euch auch das Bild geschickt habe, was irgendwie wieder 75 Minuten ging oder so, keine Ahnung, wo ich dachte so, ich habe heute eigentlich auch noch was anderes vor, so ungefähr. Da war eine Szene, das war auch Deathmatch schon, ja, das war aber eine Szene, wo wir unten rechts auf der Map waren, ich weiß ja jetzt gar nicht, wie die heißt, ja, und da war die Basis von meinem Verbündeten, so. Und dann, der war so semi gut drauf, ich bin jetzt auch kein Halo Wars Pro, aber die waren jetzt, ja, dann halt so, oh scheiße, wie handle ich das überhaupt, keine Ahnung, vielleicht zum ersten Mal mit der Beta als Halo Wars überhaupt angerührt. Völlig verzweifelt, aber ich hatte eine Mini-Basis um die Ecke und meine normalen zwei Basen, die relativ günstig gelegen haben, hab einfach durchgehend Marines dahin geschickt, aber der scheiß Gegner, der eine von denen, hat durchgehend Brood Squads dahin geschickt. Ey, dieser Kampf, ne, ging mit Lags und so, weil Framerate einfach komplett eingebrochen ist teilweise. Locker 5 Stunden bis 20 Minuten haben wir es da immer gegenseitig. Dann kamen wieder 5 Drops von mir, dann kamen wieder 3 von mir und die ganze Zeit so hin und her. Und ja, dann habe ich den Kampf am Ende immer noch 30 Mal in die Länge gezogen, weil ich dieses ODST Super Squad mit dem Mac und all so einem Kram da, das ist sogar noch ein Wolverine dabei und so, immer noch runtergedroppt habe und dann dachte er sich so wieder, oh fuck. Und das, weil die auch instant teilweise Level 2 oder 3 schon sind, die ODSTs dann. Und dann gar nicht so schwach sind.
Ja, und dieser Kampf ging einfach so lange und generell viele Matches einfach so infanterielastig. Ich, keine Ahnung, da habe ich mal Scorpions versucht, kam so semi-gut. Also ich weiß noch nicht, ob das nicht tatsächlich schlecht ist, wie du schon meintest. Ja, gut, ich muss sagen, ich habe da schon öfter meine Ding gebaut, meine, wie nennen sie nochmal, Prowler. Prowler. Und die haben dann eigentlich schon immer ganz gut dezimiert. Ich wurde dann halt meist immer noch von anderen Panzern oder so massakriert, weil ich bisher immer ultimativ behinderte Verbündete hatten. Also einer hat die Hälfte des Spiels, glaube ich, 5 Einheiten gebaut und kein einziges fucking Gebäude auf seiner Basis und dann aufgegeben. Und andere gehen dann direkt raus. Irgendwer anders kriegt es einfach dann schon besser hin, aber trotzdem nicht so gut wie die Gegner und shit. Also ich hatte die einzigen Matches, die wirklich gut liefen, waren, wo ich mit Eddie halt bisher gespielt habe, weil ich da irgendwen hatte, der zumindest Plan hat, was er tut, und nicht so Leute, wo ich denke so, ach kommt schon. Vor allem, dass halt da auch durchgehend immer jeder rausgeht und so. Wir haben da auch jedes Match gewonnen ab da, ne? Klar, ja. Ja, das war ziemlich cool. Ich hatte es dann so, es gab ja die 10 Qualifier-Matches, ich habe alle 10 Qualifier-Matches gewonnen, bin dann Diamond 1 gewonnen, so richtig random einfach. Ja. Aber ich muss leider unsere, dass wir jetzt mal langsam letzte Worte finden. Ja. Ja, ich wollte noch ein paar Sachen sagen, nachdem ihr mich totgelabert hattet. Okay, und zwar, ich mach schnell. Ich denke erstens auch, dass Fähigkeiten auch deutlich essentieller einfach öfters im Match vorkommen werden, als es bisher so war, wo man halt dann immer nur so an gewissen, sich dann Ewigkeiten aufgespart hat, bis zu so einem gewissen Push oder so. Setze eine Map. Öfter auch so als Verteidigung und so kommen. Und es kommt mir persönlich auch so vor, als wären Gebäude insgesamt stärker geworden, auch gegen Anti-Gebäude-Einheiten. Also zumindest habe ich immer gefühlte Ewigkeiten gebraucht, so eine kleine Minibasis mit zwei Ding zu zerstören. Auch wo ich für das Spiel schon vergleichsweise viele Einheiten hatte, was sonst bei Halo Wars 1, gerade speziell mit den Spezialfähigkeiten von den Einheiten, dann eine Sache von 2 Sekunden gewesen wäre. Und was mich auch noch unglaublich stört im Moment, wo wir auch nochmal, wo ihr übers HUD gesprochen habt und ähnliches, ist, dass LT nur noch so semi als Kameraverschnellerung funktioniert, was echt ätzend ist, weil man kann, wenn man LT nicht ganz durchdrückt. Ja, mit LT machst du doch Dings, die Fertigkeiten. Ja, wenn du es nicht ganz durchdrückst, dann wird deine Kamera ein bisschen schneller. Also vielleicht ist es auch nur Humbug und es kommt mir nur so vor, aber ich meine, dass es so ist. Glaube und nicht, wenn du aber zu stark drückst, dann kommt eben dieses Fähigkeiten. Oh, man kann auch nicht mehr alle Einheiten auswählen, oder? Hab ich doch, das, wenn du lang LB drückst. Wenn man lange LB. Oh Gott, das ist wieder so, keine Ahnung. Ich fand, nee, RB ist es, tut mir leid, RB. Ja, RB ist nämlich lokale Einheiten ja eigentlich nur, also die auf deinem Screen. Wenn du es jetzt lang. Ja. Was ist das denn? Früher war das einfach, jedes hatte eine Taste. War ein bisschen. Ja, einfacher. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Kommt drauf an, wie sie halt die restlichen Tasten noch verwurschten. Aber ich schätze, dass sich sowas, also so UI-Zeug, Tastenlayouts sind sowas, was sich bis kurz vor Release noch ändert, weil sich einfach so einfach verändern lässt. Oh. Und eine Änderung, die ich eigentlich gut fand, aber wie ich immer übelst in meiner Taktik, vor allem in den ersten paar Matches, richtig abgescrewt hat teilweise, war, dass du, wenn du Steuerkreuz oben drückst, dass dann hier so ein Checkpoint gesetzt wird, wo sich deine Einheiten automatisch hinbewegen. Ich habe immer Steuerkreuz oben gedrückt, weil es halt früher das Ringmenü war. Und dann so immer so, fuck, und jetzt, wo habe ich jetzt mein Dings hingesetzt? Meine Einheiten waren irgendwo auf der Map. Und ich war gerade am Kämpfen, voll am Verscheißen, obwohl ich habe eigentlich an Nachproduktion gedacht, ne? Aber die sind halt sonst wohin gelaufen und dann war halt einfach. Ja, höchstwahrscheinlich, weil das ist halt der Sammelpunkt, den du setzt und da laufen dann alle Einheiten, die aus der Basis rauskommen. Ja, genau, ich weiß. Deswegen. Ist halt schon doof gewesen irgendwie. Aber es ist an für sich eine gute Erinnerung, weil dann kannst du die halt schneller setzen und einfacher. Aber es ist halt, wenn du an das andere gewöhnt bist, doof. Ja. Ja, doch, muss ich sagen, habe ich am Ende auch sehr lieben gelernt, wo ich es dann jetzt besser mir dann eingeprägt habe. Okay. Wir sind doch ein bisschen länger. Ich habe sowas von gewusst, dass das kommt. Max, ja, geht schon. Das geht schon. Das ist in Ordnung. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören, Menschen. Und schreibt doch Kommentare. Genau, was ihr denn so von Halo Wars haltet. Ob ihr es denn schon gespielt habt und wenn ja, wie findet ihr es im Vergleich zum 1er? Habt ihr das 1er überhaupt gespielt oder spielt ihr nur das 2er und so weiter und so fort? Oder holt ihr euch die Ultimate Edition? Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, genau. Bis dann. Ciao. Tschö.
Geil, zumal was anderes. Oh yeah. From inside. Ach, okay, genial. Ach, das ist dieses neue Fahrzeug mit den Raketen. Ja, geil. Das sieht einfach so viel geiler aus als Halo 5. Das hätte. Das, so muss jedes Halo-Game sein. Aber das verstehe ich nicht. MTF, was soll das? Und er ist ein halber. Ja, das sind. Die stehen sich halt so gegenüber, die beiden so, Strategien. Das ist halt die. Kennst du nicht von Age of Empires 2 zum Beispiel die noch den Anfangsscreen, wo sie Schach gespielt haben, das alte Königin? Stimmt. So ja. In dem Stil soll das sein. Kommen die ODSTs. Oh, geil, Drop-Pots. Von Cutter, natürlich. Halt ihre oh, die können jetzt auch Sachen. Können die Sachen gucken? Ja, ich glaube, es ist nur der Trailer. Das war so ein bisschen zu krass, kann ich mir vorstellen. Ach, wir wissen, geil! Was Arche da sind machen. Sie! Red Team! Oh, da ist doch eine Elite. Stehen sich gegenüber die Strategen. Also Eliten sind auch unter dem Kommando des Brutes. Jetzt kommt die Arche. Wie der Spartan da auf dem Bench hier auch drauf saß am Ende. Das war so geil. Ja, Mann. Jesus, yeah. Der Trailer.